So, hallihallo. Mein erstes Video an euch, mein erstes Flipbook. Ich hoffe, es ist fertig. Ich finde immer eine neue Idee. Als erstes zeige ich euch das mal. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was ich machen könnte. Erstmal Gorgeous. Gorgeous ist kein No-Go, ein Muss. Habe ich embossed. Dann habe ich mit Steinchen umklebt. Fimo. Habe ich selber gemacht. Hier oben auch. Zeige ich euch einmal ein bisschen näher. Dann habe ich hier Papierblüten aufgeklebt und Fädeln mit Magnetverschluss. Habe ich hier eine Gorgeous aufgeklebt. Hier habe ich ein paar Steinchen. Hier ist eine Tasche. Wenn ich da jetzt mal mit einer Hand rankomme. Ich komme nicht ran. Oder? Doch. Pleiten, Pech und Pannen. Also hier ist eine Tasche. Wie ihr unschwer sehen könnt, schwarz-lila, meine absoluten Lieblingsfarben. Hier habe ich ein bisschen Gebamsel gemacht. Natürlich auch eine Gorgeous dran. Die Kugeln leuchten nachts. Ich liebe nämlich auch alles, was nachts leuchtet. Nur mal eben kurze Info. Dann habe ich hier eine Klappe eingebaut. Hier ist eine Tasche drunter. Dann kann man das ganz aufklappen. Hier habe ich noch mal embossed. Dann haben wir hier ein kleines Täschchen, ein kleines Fach. Ja. Hat nicht ganz funktioniert, aber ich bin trotzdem zufrieden. Meine kleine Schüttelkarte. Irgendwie pappt das da alles dran. Aber egal, ich bin zufrieden. Wieder hier ein paar Federchen. Hier ein paar Steinchen. Und dann kann man das Ganze hier aufklappen. Hier haben wir noch mal eine Gorgeous. Hier haben wir wieder ein kleines Fach, wo man was reinpacken kann. Und dann habe ich drei kleine Umschläge gemacht, wo man auch noch was reinpacken kann. Eigentlich bin ich so ganz zufrieden. Bis auf, und vielleicht habt ihr da noch eine Idee. Einen Moment. Ich habe übrigens mit kleinen Kanten an den Seiten gearbeitet. Falls es jemand haben möchte, passt natürlich dann auch eine Menge rein. So, das ist die Rückseite. Ich habe hier noch ein kleines Fach, aber irgendwie total leer. Und ich weiß nicht, ob ich da noch was machen soll. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp. Ich sage erstmal Tschüss und vielleicht bis zum nächsten. Tschüss!